Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem allerersten Deck Guide. In den Deck Guide soll es darum gehen, dass ihr eine Karte besonders gut lernen sollt. Und heute geht es um den Riesen, sprich wie ihr besonders gut Riesendecks spielen könnt und ein besonders guter Riesenspieler werdet. Dazu haben wir drei verschiedene Decks dabei. Einmal das Riesen Double Prince Deck, das ist sehr gut für die Quinn Challenge. Dann das Riesen Minor Cycle Deck, auch für die Quinn Challenge eher gut. Und das letzte ist noch ein typisches Free-to-Play Deck, das besonders für Ladder, also für die Arena, sehr gut zu spielen ist. Wir beginnen mit dem Riese Double Prince Deck. Wenn ihr es in der Arena spielen wollt und einfach statt dem Elektromagier der Musketieren zu dem Poison Feuerball und Stein der beiden Prinzen vielleicht ein Mini-Packer, ist das Ganze schon mal deutlich besser Free-to-Play. Das Deck hat nur einen 3,5er Cycle, also einen eher relativ langsameren Cycle, hat aber dadurch den Vorteil, dass es eben nicht ganz so stark in der einfachen Elixierphase wird, aber deswegen auch noch dafür etwas besser nochmal in der Double Elixir Time wird. Sprich ein Deck, das in beiden Zeiten ziemlich stark ist, also in den ersten beiden Minuten eh schon stark und in den letzten Minuten dann nochmal ziemlich stark. Ihr solltet vor allem eher versuchen, über einen größeren Riesenpush nach hinten aufzubauen mit Riese Prince und am Ende eben Riese Double Prince, wenn es in der Double Elixir Time dann soweit ist, mit Mega Minion offensiv kommen, Eisgeist zum Cycle nutzen und Elektromagier vor allem defensiv nutzen. Bei dem Deck auch sehr wichtig, es ist eben in der einfachen Elixierphase auch stark, weil ihr eben auch aggressiv pushen könnt, also den Riesen ganz nach vorne setzen könnt, einen Dark Prince oder einen Prinzen dahinter, eben wenn der Gegner irgendwas Teureres einsetzt, damit immer wieder dann halt Druck machen. Es ist aber auch in der Double Elixir Time halt auch sehr stark, wenn er einfach immer wieder einen großen Push hinten aufbaut. Wir springen in den Replay rein und ich werde euch versuchen, möglichst viele gute Tipps mitzugeben. So, hier das Replay. Wir spielen gegen Makarios. Das spielt ein Bridge-Spam-3-Musketieren-Deck, sehr interessant. Er spielt eben 3 Musketieren, das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal mit dem Poison aufpassen, dass wir den eben nicht so leicht rausbaiten lassen. Und der Start dann schon mal relativ schwierig. Wir haben leider keinen Prinzen oder keinen Riesen auf der Hand, meine ich. Deswegen cyclen wir erstmal einen Eisgeist durch. Ich hau einen Sepp drauf, relativ wichtig ist bei dem Deck nämlich, dass ihr eben schon versuchen solltet, in der einfachen Elixierphase die Stärke des Decks auszunutzen. Es ist zwar auch stark eine Doppel-Elixier-Teil, aber es sollte auf jeden Fall trotzdem versuchen, relativ früh zu pushen. Ich bringe jetzt erstmal einen Riesen, einen Prinzen zum Durchcyclen, nutze jetzt hier den Prinzen auch ganz gut aus und bringe jetzt hier schon mal einen Mega-Minion nach hinten, weil ich eben einfach verhindern will, wenn ich einen Riesen nach hinten setze, dass er eben Eisgolem und Minions ausnutzt. Dass er eben nicht aggressiv reingehen kann. Hier natürlich ziemlich klar, wir können jetzt noch nicht aggressiv reingehen. Hatte ich zumindest gedacht, wir hätten auch aggressiv reingehen können im Nachhinein. Aber ich werfe auf jeden Fall jetzt erstmal den Poison drauf. Aber ich weiß jetzt eben, aggressiv reinzupushen wäre ein Fehler, weil der Poison gerade raus ist. Und wir natürlich jetzt nicht riskieren wollen, dass wir voll in die 3 Musketieren reinlaufen. Deswegen erstmal Riesen nach hinten und ganz entspannten Push aufbauen. Er kommt jetzt hier mit 3 Musketieren. Ich bringe jetzt direkt einen Dark Prince. Und ich weiß eben, er hat keinen Minion Hoard oder sonst irgendwas drin, um unsere Double Prinzen zu blocken. Deswegen gehe ich jetzt hier direkt noch mit dem Prinzen rein. Weil ich weiß, er kann auch nicht viel dagegen machen. Double Prince charge hier auch sehr schön. Wir haben jetzt hier gleich, glaube ich, leider einen Sepp gefailt. Hier auf den Dark Prince oder so, ich weiß nicht mehr genau. Also auf jeden Fall auf der linken Seite, habt ihr gleichzeitig gesehen, habe ich einfach nur einen Eisgeist gesetzt. Und habe damit ungefähr nur 170 Schaden oder so kassiert. Also für nur ein Elixier habe ich die 3 Elixier teuer auf eine Musketierin richtig gut verteidigen können. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass er eben solche positiven Elixier-Trades macht. Jetzt gilt es erstmal abzuwarten. Das nächste Mal, wenn ihr die Pumpe setzt, wollen wir nämlich direkt aggressiv reinpushen. Wir wissen, er hat kein Elixier für die 3 Musketierinnen und da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Deswegen haben wir jetzt kurz gewartet, haben direkt einen aggressiven Riese an die Brücke gebracht und pushen direkt aggressiv einen Riese Dark Prince. Am liebsten natürlich normalerweise hier mit Prince, weil der mehr Schaden macht. Aber den hatten wir eben zu dem Zeitpunkt noch nicht im Cycle. Jetzt bringe ich hier direkt einen Poison drauf. Ich hätte auch eher einen Mega Minion zuerst setzen können. Ist eigentlich relativ egal gewesen, weil Eisgeist Sepp schaltet die Minions auch aus. Und ihr seht es schon, wir haben verdammt viel Schaden abbekommen. Und trotzdem haben wir es gleichzeitig geschafft, den Elixiervorsprung von ihm im Großen und Ganzen zu verhindern. Die Pumpe ist down. Und jetzt pumpt er wieder auf. Das gibt uns wieder die Chance, eigentlich relativ aggressiv reinzugehen. Wir heben diesmal auf jeden Fall den Poison auf, gehen jetzt hier mit Riese und Prinz rein. Unser Ziel ist jetzt, sobald er die 3 Musketierinnen setzt, werden wir den Poison draufhauen. Da kommen auch schon die 3 Musketierinnen. Poison auf die beiden Musketierinnen drauf. Und wieder seht ihr, ich haue sogar noch einen Sepp auf den Turm und auf die Musketierinnen drauf. Ich blogge jetzt wieder das linke Musketier nur mit einem Eisgeist. Das ist ganz entscheidend. Kostet mich wieder nur ein Elixier, damit spare ich Elixier für meinen großen Push und damit geht der rechte Turm schon mal auf 362 HP runter. Jetzt muss ich im Grunde genommen nur noch vorsichtig bleiben, dass ich jetzt nicht mit allzu viel Schaden kassiere. Er bringt die Musketieren auf der linken Seite. Ich weiß aber, ich brauche nur noch 2 jetzt zum Riesen, dann bin ich durch und die kurzen Sekunden würden nicht mehr reichen, dass er mich total überrennen würde. Sprich, ich muss hier nur noch ein bisschen blocken, da wird das Ganze gewonnen sein. Bring nochmal einen Dark Prince, bring nochmal einen Eisgeist und ihr seht, ich habe das Ganze. Natürlich, er wäre jetzt durchgekommen, aber ich wusste eben, ich musste nicht mehr deffen. Ich konnte einfach voll über die rechte Seite pushen, weil die Zeit nicht mehr reichen würde. Und so habe ich es dann auch sehr schön gewonnen. Wir kommen zu Deck 2, das ist weniger Beatdown-mäßig aufgebaut. Sprich, ihr baut euch hier weniger einen großen Push auf, sondern pusht eigentlich immer wieder sehr aggressiv rein. Sprich, wir haben hier eine sehr aggressive Riesen-Nachthexe-Kombi, die kann man entweder hinten oder vorne aufbauen. Ihr könnt in der einfachen Elixierphase normalerweise natürlich nicht aggressiv reingehen, weil es doch ziemlich riskant ist.
Normalerweise deswegen immer erst einen Riesen nach hinten setzen und Nachthexe nach hinten. Aber eben, sobald der Gegner irgendwie größeres Elixier ausgibt, könnt ihr direkt aggressiv reinpushen mit Riesen Nachthexe oder Riesen Mega Minion. Der Miner ist vor allem da, um immer wieder Chip-Damage zu machen oder eben Pumpen zu zerstören, wenn ihr den Poison raus habt. Ist auf jeden Fall auch sehr hilfreich. Zum Beispiel, wenn der Gegner ein Packer-Deck spielt oder so. Dann ist der Chip-Damage vom Miner enorm wichtig, weil ihr sonst mit dem Riesen eben kaum durchkommt. Deswegen auch immer wieder Miner-Chip-Damage einsetzen, wenn ihr eben merkt, dass ihr nicht durchkommt, aber ansonsten immer über Riesen-Beatdown gehen. Die Guards, ganz entscheidend, haben eigentlich nur die Aufgabe, immer wieder defensiv mitzuhelfen. Ansonsten haben die eigentlich keine wirkliche Aufgabe. Solltet ihr die Nachthexe nicht dabei haben, würde ich euch empfehlen, vielleicht entweder einen Mini-Packer zu spielen oder eben vielleicht einen Dark Prince, also irgendeine Einheit, die relativ gut Druck vorne aggressiv machen kann. Vielleicht auch einen Prinzen. Prinz wäre auch nicht schlecht auf jeden Fall. Und die eben wieder immer relativ aggressiv Druck vorne machen kann, wie gesagt. Der Miner ist auch sehr hilfreich, wenn ihr vielleicht irgendwie noch eine überlebende Nachthexe oder ein überlebendes Mega-Minion habt. Könnt ihr auch den Miner so offensiv nutzen, dass ihr eben den Miner zum Tanken davor schiebt und eben nochmal weiter mehr Druck macht. Ihr seht auch allgemein, das Deck hat nur einen Cycle von 3,1, sprich es cycelt extrem schnell. Das heißt, es ist sehr, sehr stark in der Einfrieren-Elixier-Phase. Da müsst ihr auf jeden Fall versuchen, gut Druck zu machen. Und in Double-Elixier-Time wird es tendenziell etwas schwächer, aber wird auf jeden Fall, das ist bei Riese immer der Vorteil, Riese wird in der Doppel-Elixier-Time zwar etwas schwächer teilweise, aber bleibt immer noch eine sehr starke Taktik. So, wir springen rein in das Replay und ihr seht es, wir spielen gegen ein Golem-Deck. Ein Golem-Deck ist wieder ein sehr typisches Beispiel, eben weil unser Deck tendenziell doch eher stärker in der einfachen Elixierphase ist, kommt es eher darauf an, dass er in der einfachen Elixierphase beim Golem-Deck schon mal Druck macht und irgendwie schon mal einen Turm holt. Er spielt hier einen Miner. Ich rechne in erster Linie jetzt bisher mit Packer Cycle logischerweise bei Miner. An dem Zeitpunkt wusste ich eben noch nicht, dass er ein Golem-Deck spielt. Ich bringe jetzt hier erstmal auf der rechten Seite einen Miner, will erstmal abwarten, was er so spielt und ich weiß jetzt eben schon, er spielt einen Inferno-Dragon. Ich rechne zum Zeitpunkt mit so einem Art Zap-Bait-Deck mit Mega-Ritter, wusste eben auch noch immer noch nicht, dass er Golem spielt. Jetzt weiß ich, mit dem Inferno-Dragon ist es sehr unwahrscheinlich, dass er noch was weiteres an Schaden spielt, ist seine größte Schadensquelle raus. Sprich, ich kann es direkt aggressiv in Riesen bringen. Ich weiß eben, er wird jetzt nicht irgendwie noch einen Packer oder sowas drin haben, was so richtig heftig Damage austeilt. Deswegen bin ich jetzt auch direkt aggressiv reingegangen. Direkt die doppelte Chance, er hat immer noch den Golem gesetzt, hat noch wenig Elixier gehabt. Das können wir direkt ausnutzen, wir haben unsere Nachthexe dran. Können es hier noch zappen, dass die Nachthexe noch schneller wegstirbt. Und dieser aggressive Push, der erste, hat uns eben direkt einen Vorteil verschafft. Wir haben den kompletten überlebenden Backup. Und jetzt will ich sie eben ausnutzen und direkt einen Miner davor schieben. Aber er hat zum Glück direkt reagiert, hat den Eisgeist auch noch gebracht, einen Poison und direkt die Skelette. Sehr stark verteidigt von ihm, muss man wirklich sagen. Dadurch kassiert er schon mal ordentlich Schaden, einfach weil der Golem jetzt doch ein bisschen zu früh von ihm kam. Die haben es direkt ausgenutzt, aggressiv reingegangen, der Inferno-Dragon war aus dem Cycle und so haben wir schon mal mehr Schaden gemacht. Ich weiß genau, ich muss dafür sorgen, dass ich immer wieder aggressiv Druck mache, weil wir eben etwas schwächer in der Double-Elixier-Time sind. Deswegen cycle ich jetzt erstmal einen Eisgeist, glaube ich, nach hinten. Will darauf hoffen, dass er vielleicht jetzt gleich einen Golem nach hinten spielt. Aber ich denke jetzt einfach, ich gehe aggressiv rein, weil es soll groß schief gehen. Ich meine, wir haben immer noch im besten Fall einen Zap gegen den Inferno-Dragon und so weiter. Könnten jetzt hier auch einen Poison draufhauen. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal hier einen Zap draufgehauen. Treff auch noch die Fledermäuse. Geht für uns eigentlich einigermaßen klar. Wir haben zwar nicht groß Schaden gemacht, aber er hat auch ordentlich Elixier ausgegeben. Und vor allem können wir eben gleich wieder zum nächsten Riesen zurückcyclen. Den Miner habe ich hier predicted mit den Guards. Sehr schön. Kann jetzt auch noch den Inferno-Dragon abwehren. Und jetzt eben ganz wichtig. Wir dürfen jetzt hier keinen großen Push hinten, nach hinten aufbauen. Wir dürfen den Riesen jetzt nicht nach hinten setzen, sondern wir müssen eben ganz aggressiv Druck machen, dass er eben immer wieder reagieren muss und zu gar nichts kommt. Wenn wir ihn jetzt einen großen Push aufbauen lassen, dann würden wir früher oder später verlieren. Stattdessen gehe ich jetzt ganz aggressiv rein, bringe Riese plus Miner. Das Ganze werde ich jetzt noch gleich zappen. Dadurch ist der Inferno-Dragon natürlich retargeted, also zurückgesetzt auf jeden Fall. Der Golem läuft weg, ich muss auf jeden Fall Schaden verhindern, das ist ganz wichtig hier. Bring Eisgeist, der Todesschaden kommt nicht ran. Und jetzt können wir es wieder ausnutzen. Wir können einfach schneller cyclen und können es wieder ganz aggressiv, wie gesagt, ganz wichtig gegen Golem-Deck, ganz aggressiv den nächsten Riesen davor setzen. Und ihr seht schon, auf Dauer machen wir einfach total viel Schaden. Er kommt gar nicht dazu, gescheit einen Riesenpush aufzubauen. Er muss immer wieder verteidigen. Bringt jetzt hier auch das Skelette noch, passt für uns. Wir können gleich wieder zurück zum nächsten Riesen, einfach zurückcyclen, immer wieder das Gleiche. Bringt hier einfach einen Eisgeist. Ich glaube, ich habe auch die Guards oder eine Nachthexe gebracht. Genau, eine Nachthexe. Ein Stück nach hinten. Wieder darauf achten. Nicht den Riesen nach hinten setzen, sondern eben wieder aggressiv reingehen. Er macht jetzt auch den Fehler. Er bringt einen Golem. Im Grunde genommen war das eh schon ein Good Game. Jetzt kann ich hier noch mit dem Miner reingehen. Er kann eben nicht einen Tornado gleichzeitig auf Miner und auf Riese setzen. Das muss ich eigentlich nur noch zappen. Riese kommt jetzt, glaube ich, nicht mehr in den Turm ganz. Aber ich brauche jetzt nur noch einen Poison. Und dadurch ist das ganze Spiel nahezu flawless gewonnen und im Grunde genommen eben nur, weil wir immer wieder ganz aggressiv Druck gemacht haben und diesen Golem-Spieler einfach nicht dazu ermöglicht haben, ihm nicht ermöglicht haben, seinen Golem zu setzen und dadurch eben immer wieder Druck gemacht haben, dass er zu gar nichts kam.
Okay, drittes Deck für heute ist relativ ähnlich im Grunde genommen zu diesem Deck hier. Ist halt nur eine Free-to-Play-Variante praktisch davon. Ist besonders in Ladder, also für die Arena sehr stark, weil es eben relativ Free-to-Play ist. Wir haben Riese, Musketiere, Mini-Packer, Megalakai mit drei Spells. Die drei Spells ermöglichen uns eigentlich im Grunde genommen, dass wir alle möglichen Arten von Spellbett oder alle mittelgroßen Einheiten, wie zum Beispiel auch Musketiere in Decks, ausschalten können, weil wir alle möglichen Zauber immer auf der Hand haben. Dazu der Eisgeist zum Cyclen, wieder ziemlich aggressives Deck, ähnliches Prinzip wie hier. Nur bei diesem Deck ist es nochmal extremer. Das Deck wird um einiges schlechter in der Double Elixir Time. Deswegen kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, dass ihr in der einfachen Elixierphase schon versucht, relativ aggressiv reinzupushen. Im Grunde genommen dasselbe Prinzip wie gerade eben. Immer wieder aggressiv rein mit Riese Mini-Packer, Riese Megalakai oder vielleicht einen Counterpush aufbauen mit Musketieren. Die Musketieren eigentlich tendenziell eher defensiv nutzen, ist aber auch einigermaßen offensiv stark. Eisgeist zum Cyclen nutzen, vielleicht auch mal einen Spell-Cyclen, wenn ihr irgendwie nichts anderes gerade auf der Hand habt. Ansonsten immer wieder aggressiv Druck machen, im Notfall vielleicht immer einen Push von hinten aufbauen. Und genau das wollen wir jetzt gerade mal anschauen. So, wir springen rein in das Replay und wir sehen, wir spielen gegen ein ziemlich ungewöhnliches Deck. Es ist ein Deck mit Shine Skeleton nach Text und Klonzauber. Auf jeden Fall ein ziemlich ungewöhnliches Deck, aber man kann auf jeden Fall hier sehr gut ablesen, wie man unser Deck zu spielen hat. Was ich eigentlich normalerweise sehr gerne mache, ist hier einen Eisgeist zum Cyclen bringen, aber ich habe mich jetzt erstmal für den Riesen entschieden. Im Nachhinein hätte ich eigentlich auch genauso gut erstmal einen Eisgeist zum Cyclen bringen können. In der einfachen Elixierphase, wenn der Gegner nichts Teures einsetzt, normalerweise ein Riesen nach hinten, ist normalerweise kein großer Fehler. Aber ansonsten ist das Deck, wie gesagt, eher aggressiv, wenn der Gegner was Teures einsetzt, einfach immer direkt wie die andere Seite pushen. Können den Musketieren offensiv bringen, geht relativ klar. Ich warte mit dem Feuerball jetzt auch etwas ab, genau, setze noch was rein, bringe den Feuerball, setze direkt ein Kampfholz drauf, dadurch stirbt nämlich dann auch seine Nachthexe direkt. Er ist völlig überrascht, bringt auch eine Flugmaschine jetzt viel zu offensiv, weil er gedacht hätte, die Guards würden ihn noch beschützen. Und ihr seht es, dadurch, dass wir jetzt eben hier direkt ihn so überrascht haben mit diesem Feuerball und dem Kampfholz, sind wir direkt in der ersten Aktion durch. Also das war echt, ja, das scheint mal irgendwie, ich weiß auch nicht, auf jeden Fall keine guten Reaktionen gehabt, muss man wirklich so sagen. Und ihr seht eben hier, der große Vorteil ist bei dem Deck eben, ihr habt alle möglichen Arten von aggressiven Zaubern. Ihr habt wirklich Feuerball, Kampfholz, Sepp, ihr habt einen Eisgeist im Notfall zum Cyclen, kann sich auch nochmal auf irgendwas drauf schützen. Ihr könnt in der Offensive wirklich extremst aggressiv Druck machen. Im Grunde genommen kann ich das Spiel jetzt in doppelter Geschwindigkeit ablaufen lassen, weil die erste Aktion hat es eigentlich im Grunde genommen schon das Spiel entschieden. Ein aggressiver, offensiver Zauber, der ihn überrascht hat, und schon sind wir sehr schön durchgekommen. Jetzt müsst ihr eigentlich nur darauf achten, wie wir das Ganze halt immer wieder sehr vorsichtig verteidigen. Jetzt führen wir 1-0 und im Grunde genommen müssen wir jetzt eigentlich erstmal abwarten, ob er was Teures einsetzt, dann könnten wir über die andere Lane gehen, aber ansonsten, ich meine, 3 kommen wir jetzt auch total unnötig eigentlich. Wir führen flawless bisher mit 1-0 und müssen im Grunde genommen jetzt nur noch verteidigen. Das machen wir immer wieder mit dem Musketier, dass wir nach hinten setzen. Hier wieder ein sehr schöner Feuerball, da müssen wir extrem drauf achten. Wir achten eben darauf, dass wir den Sepp nicht zu aggressiv draufwerfen, dass wir den Sepp immer schön aufheben. Bringen die nächste Musketiere nach hinten, wie gesagt, immer Musketieren. Musketieren ist in der Defensive auf jeden Fall einer der wichtigsten Schadensquellen. Nutzen wieder Zaubervalue aus, werfen wieder einen Sepp drauf, bringen noch einen Eisgeist zum Cyclen. Und ihr seht es, wir haben das nahezu flawless gewonnen, weil wir eben in der ersten Aktion mit dieser Zauberkombi überrascht haben. Und weil wir danach eben immer wieder sehr schön in der Verteidigung standen, immer wieder mit Musketieren gearbeitet haben. Mit Mega Minion, wenn ihr irgendwie Damage braucht, könnt ihr auch noch zusätzlich eben den Mini-Picker bringen. Den Eisgeist irgendwie, um nochmal alles einzufrieren. Und dann ist in Defensive normalerweise immer alles sicher, weil ihr dann auch noch die drei Zauber drin habt, die im Notfall auch noch alles abräumen können. Soviel zu meinem ersten Riese-Guide heute. Bitte in die Kommentare schreiben, habe ich am Anfang vergessen zu sagen. Was wünscht ihr euch als nächstes? Was wünscht ihr euch als nächstes als Guide? Was noch so gibt, Schweinereiter, X-Bogen, Minenwerfer, Lavahund, Ballon, Miner, alles mögliche. Also wünscht euch einfach irgendwas, ich lasse es dann im nächsten Video abstimmen, was es noch so gibt. Logbait gibt es auch noch, also es gibt alles mögliche, ihr werdet euch werdet selber einfallen, was es noch so gibt. Schreibt mir gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Ja, ansonsten eben sagt euch, was euch gefallen und was euch nicht gefallen hat. Und soviel zu meiner ersten Folge an Deckguides. Ich erstelle eine eigene Playlist dazu, also schaut auf jeden Fall immer vorbei bei den Playlists, wenn ich was Neues reinstelle dazu. Und ich bin damit raus, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.